Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, liebe Anwesende, wir befinden uns hier am Eingang zum sogenannten Henkersteinbruch, der Hinrichtungsstätte des ehemaligen KZ Welzheim seit 1941. Die Todesurteile wurden in der Regel durch Erhängen vollstreckt. Der ehemalige Häftling Julius Schätzle war der Autor von Stationen zur Hölle, schilderte die Hinrichtungen wie folgt. Die Gestapo erteilte 1941 dem Lagerleiter Hermann Eberle die Anweisung, die Exekution von polnischen Gefangenen vorzubereiten. In der Häftlingsschreinerei musste ein transportabler Galgen hergestellt werden. Der Gestapo-Beamte Ludwig Thumm bestimmte als Hinrichtungsort den Steinbruch bei der Boxeiche. Die müsste irgendwie da oben sein, die Boxeiche. Die Gefangenen mussten einen Tisch besteigen, der dann von den Henkersknechten unter ihren Füßen weggezogen wurde. Später wurde eine Holztreppe angefertigt, deren oberste Stufe eine Falltür war, die man, nachdem dem Häftling der Strick um den Hals gelegt worden war, löste. Bei den ersten Hinrichtungen war der Chef der Stuttgarter Gestapo, Muskei, persönlich anwesend und verließ die Exekutionsbefehle, die ein Dolmetscher übersetzte. Ohne richterliche Untersuchung und ohne ein gerichtliches Urteil wurden die Hinrichtungen vorgenommen. Ein Befehl der geheimen Staatspolizei entschied über Leben und Tod. Den Nationalsozialisten ging es bei diesen Morden in erster Linie darum, die Millionen Gefangenen in den Konzentrationslagern einzuschüchtern. Deshalb mussten die polnischen Zwangsarbeiter, die in der Umgebung von Welzheim beschäftigt waren, auch einzeln an den Erhängen vorbeimarschieren. In der Folgezeit beschränkten sich die Morde nicht nur auf polnische Zwangsarbeiter. Wie viele Kriegsgefangene und Zivilverschleppte dort ihren Tod fanden, lässt sich nicht mehr feststellen. Soweit Julius Schätzle. Im Jahr 1997, also vor 25 Jahren, wurde auf Initiative der KVU GmbH, der Kreisvereinigung Bremsmoor, mit Unterstützung unseres Ehrenvorsitzenden Alfred Hauser dieser Gedenkstein hier angebracht. 2015, zum 70. Jahrestag der Auflösung des KZ Welzheim, wurde der Henkersteinbruch als Gedenkort von der Stadt Welzheim in Kooperation mit dem historischen Verein neu gestaltet. Wir gedenken der Opfer des KZ Welzheim, die von den Schergen des faschistischen Verbrecherregimes grausam misshandelt und ermordet wurden. Im Zusammenhang mit der Zunahme von Rechtstendenzen in unserer Gesellschaft, ein Auszug aus dem Schur von Buchenwald, dem antifaschistischen Leitmotiv der VVN-BDA. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Leider sind wir aktuell von diesen Zielen sehr weit entfernt. Wir dürfen uns jedoch nicht entmutigen lassen und weiterhin für den Frieden kämpfen und den gewaltbereiten Faschisten von rechts außen bis zu den Rechtspopulisten in der Mitte der Gesellschaft konsequent entgegentreten. In diesem Sinn, wehre den rechten Zuständen. Vielen Dank.